Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit dem Zockopf und dem Badwoods. Und dem Badwoods. Herzlich willkommen zu... Ich weiß, dass du es magst. Keine Ahnung. So, achso, das ist ja meine, muss ja ich annehmen. Ja, aber ich krieg diesmal den guten Loot, du kleine Willst du erst zum Loot gehen? Ich weiß nicht, warte mal, lass mich... Oh, ich habe ziemlich im... Nein. Wir gehen gemeinsam durch, weil sonst bin ich ziemlich im Popschi, oder? Vielleicht, wenn ich hopsige. Also, wir müssen ja auch die Vorräte holen und die sind ganz woanders. Ich bin aber überlegen, das ist... Ich weiß nicht, ich werde ein bisschen mit der Schotte herumballern, schätze ich, wenn es sein muss. Oder nur, wenn die Leuchteaugen kommen. Ja. Da kommt schon irgendwas. Aber schön, dass die Schotte schon draußen ist. Ja, nee. Vielleicht kommt ja schnell ein Leuchterauge vorbei, geschwörtelt, dann krieg ich das. Dann hast du gleich mal draußen, meinst du? Ja, genau. Boah, der war schön. Hier war er schön, aber jetzt haben wir ihn den Kopf runtergeschlagen, jetzt ist er nicht mehr so schön. Ja, aber wie wir es gemacht haben, war richtig schön. Oh, was hören meine Entzündungen? Da ist einer durch die Decke gekommen. Ah, warum ist wieder vorher nicht durch die Decke? Warte, ich hole mir von hinten. Ich habe gehört, da steht der Hausmeister ganz besonders drauf. Aua, ich krieg von hinten. Du stehst doch auf sowas? Wusste ich gar nicht. Ja, anscheinend. Das wusste ich gar nicht, lieber Badwood. Mein lieber Herr. Wie heißt das? Mein lieber Herr Gesangsverein, oder wie? Ja, genau. Was soll denn das eigentlich bedeuten? Gute Frage. Ich höre hier Sachen, die mir keine Freude machen. Der Typ. Fancy Boy, du. Ja, warte, ich hab dich doch entfällt. Die Schotti. Geh auf die Seite, Betsy. Doch noch nicht. Das war doch noch gar nicht nötig. Ich will nicht riskieren, die Quest nicht zu schaffen. Oh, was habe ich denn da gekriegt? Nur Dreck. Oh, ich habe ein neues Outfit, Betsy. Guck mal her. Cool. Warte mal, ich muss schauen. Aber das ziehe ich nicht, das lasse ich nicht an, aber nur kurz. Ist doch was. Ich finde das sogar cooler. Ja, aber leider nur Stufe 2. Ja, aber du siehst besser aus. Ja, vielleicht mache ich das dann. Muss ich halt schauen. Mit den Mods. Ja. Und das ist wichtig. So, hier können wir jetzt gleich wieder borgen. So, ist schon, ihr habt deine Hand schon gesehen, gell? Ihr habt sie schon gesehen. Ja, ich hab deine Hand schon gesehen, ich hab's schon gesehen. Da war gar nicht mehr. Ja, ich hab deinen Kopf schon gesehen, den hab ich schon gesehen. Und jetzt schau ich bei dir noch. Du hast bei mir gerade gar keine Schlaganimation gehabt. Ehrlich, ich habe ihn durch Kraft meiner Gedanken. Da ist meine Tasche, cool. Ah ja, warte mal, die Tasche. Meine ist unten. Die ist da unten. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, so gut, jetzt können wir auch sterben. Jetzt ist wurscht. Oh, was habt ihr jetzt weiter drin gemacht, ha? Eschlingel. Kriegst du hin? Was denn? Kriegst du hin? Oder brauchst du Hilfe? Wo bist du hin? Hast du den lassen jetzt? Du hast den am Leben lassen, den Typen. So, der war noch am Leben. Ach so, okay. Hab ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Der ist nämlich umgefallen und dann dachte ich, der wäre tot. Hallo? Oh, wo? Oh. Typ im Schrank. Du hast gar keine Animation mehr, du hältst dein Messer nur noch so nach oben. Warte mal, ich wechsle kurz die Waffe. Und jetzt? Nee. Ich höre nur, wie du zuschlägst, aber du hältst dein Messer bei mir nur gerade nach oben. Das ist ja ausgezeichnet von mir. Also du tötest die quasi mit Magic bei mir. Das sieht so geil aus, weil du gar nichts magst eigentlich. Hm. Oh, jetzt hast du die Handtasche schon wieder stehen lassen. Ja, ich brauch's halt nicht. Da war aber Dietrich drin. Oh! Doch, das ist neu, dass sie hier drin sind, ne?
Warte, hier mussten wir durch. Ja, ist ja kein Problem. Komisch, mit der Axt schlägst du bei mir zu. Ja, ich weiß nicht. Aber wenn ich den schwachen Schlag mache? Doch, jetzt, der geht. Geht der? Ah, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder. Ah, okay. Du hast das Feuer an? Ja, ah, ja, es ist an, ist an. Geht's mal, mach ich's aus, versprochen. So, oh, hab's ausgemacht. Da ist er. Oh Gott. Oh Gott. Hast die Klang jetzt? Wie nach was noch Klang? Die Alte hat jetzt den Kreischer drauf gehabt, wie bei Left 4 Dead. Okay. Kann das sein? Dieses, hey. War das nicht immer der Hunter, der sich so angehört hat? Oder war das nicht so Witch? Ich hab den Schrei jetzt nicht gehabt. Ja, die Witch hat sich immer so schreiend angegriffen. Dann. Die weint dann immer gern und dann so, hey. Ja, genau. Und dann so, aber ich glaube, das war der Hunter, der immer den drauf gehabt hat, den Move. Ich weiß es nicht. Der Hand hat so einen ekligen Schrei gehabt. So, jetzt geht's hier wahrscheinlich gleich voll ab, oder? Ja, ja, wir müssen uns mal... Ah, oh, es regnet ja auch wieder rein, sehe ich gerade. Wo ist der Hund? Da ist er. Ah, ich habe wieder Aua und ich habe nichts zum Heilen. Halten gut was aus. Na, so Military Boy, links. Vorsicht, dicker Hitler. Wieder Military, steht wieder. Jetzt nicht mehr. Ich rahm den ungespitzt in den Boden. So. So, dann hol dein Zeug. Mein Loot, der überhaupt nicht stinken tut. Der tut mir gut. Ah, oh, ja, Tabletten könnte ich mal gleich reinpfeifen. Ist keine schlechte Idee. Der wirklich geile Loot. Der tut ihm richtig gut. Was guckst du in mein Loot? Lass mein Loot in Ruhe. Ich hab nur in die Schuhe geguckt. Alter. Auf mein Loot. Ist gut. Ich nehme eh nichts mit, keine Sorge. Ich weiß, du nimmst mir oft zu wenig mit, wenn ich ehrlich bin. Also manche Sachen, die wir wirklich brauchen könnten, nimmst du dann gar nicht mit. Wie Eisen, Blei oder so. Das müssen wir alles einschmelzen und dann lass du's kont liegen. Was? Ja, das kann ich halt. Ja, ja, aber danach brauchen wir's, weil man, weiß nicht, Fallen bauen oder so für den Runway. Ja, ich weiß, ich bin in sowas schlecht. Na, tut mir leid, Metzi. Kein Mitleid, so geht's nicht. Ich müsste eigentlich auch mal ein bisschen mehr ballern. Ich habe Munition ohne Ende. Ja, sei froh, hebst du auch für die Hordennacht. Soll ich es dir nicht mit dem Dietrich aufmachen? Na, jetzt habe ich schon die Hälfte weg, ist gut. Soll ich dir helfen bei der Hälfte? Wie du möchtest, das kannst du gerne tun. Du könntest ja auch einfach mal bitte sagen. Ja, niemals, würdest du ein Bitte von mir? Was ist los mit dir jetzt? Bitte, Alter. Soll ich noch auf die Knie gehen nach, oder was? Nach dem Video. Ich kenne ja nicht wegen an Ischia, das kennst du ja aus. Schaff ich doch nicht. Oh. Ja, du, dann... Oh. Setzt du dich halt auf den Stuhl und ich bleib stehen, Zocki. Ich sag dir, ich hab wieder gleich ein neues Outfit. Okay. Also war es guter Loot zumindest. Ey, ja, ist okay, also geht. Muss nur, als Fleisch futter ich jetzt. Ich habe auch so eine XP-Brille, Alter. Ich brauche unbedingt einen neuen Helm, aber schau. Und, was sagst? Nix, weil er weg ist. Drecksau. Ach, oh, Respekt, Alter. Ja, Alter, ich weiß, wo es abgeht. Ich weiß, wo es lang geht, Bruder. Business. All die ganzen Outfits. Jetzt ist er der Boss auf einmal hier. Der Big Boss Player. Haben wir hier schon alles? Ah, da sind noch Medikamente. Ah, jetzt bin ich voll. Eine gute Quest. Ja, die haben nicht dir gelassen, die Medikamente. Ah, oh, danke dir, aber ich bin voll. Müsst was mal ins Motorrad. Ich würde aber jetzt gerne auch zum Händler deswegen zurück, weil ich auch ziemlich voll bin. Ja, ja, gehen wir das. Mama. Und danach machen wir dann die deine Mission. Also ist das andere meine Mission? Ich weiß das jetzt nicht. Oh ja, ich habe nur beseitigen. Genau.
Aber irgendwie geht's vom Sprit, habe ich das Gefühl. Irgendwie habe ich das Gefühl, die geht langsamer runter. Naja, wir fahren ja auch in im kleinen Gebiet rum. Im ersten Gang, sag mal so. Wir haben ja den Speed nicht an. Das stimmt, ja. Du schon. Ja, jetzt da. Speedy Gonzales. Speedy Gonzales ist mein Name. Mach mich erst leer und dann gehe ich zum Händler. Ja, geh ruhig kacken. Hast du Klopapier? Ah, fuck. Wie crafte ich mir das nochmal? Ich benutze immer diese... Wie heißt das? Das Papier, was du so findest? Nee. Diese... Erste-Hilfe-Verband ohne... Ich verstehe schon. Ja, stimmt, hast recht. Das ist vielleicht gar nicht so. Aber die alte verkauft Yuki-Muki, Alter. Ich könnte ja... Was, die verkauft Yuki-Muki? Yuki-Muki. Aloe Vera, Entschuldigung. Nicht Yuki-Muki, Alter. Da will ich mal... Ihr verkauft doch Verband, weil ich habe keine. 4 Stück, kostet nicht viel. Geil. So, ich verkaufe hier ein bisschen was. Das war's. Mehr verkaufe ich hier nicht. Wurscht, das reicht. I hope you come back and see me sometime. Genau. Wo habe ich einen Stein zum Reparieren? Ne, ich muss einen Stein aufheben. Gar nicht so geil, was du für mich hast, Kleine. So, warte mal, ich verkaufe dir mal ein bisschen was. Ich nehme jetzt noch keine Mission von dir an, eine neue. Nee, wir haben ja noch eine offen. Genau, warte mal, das ist Befall Stufe 3, 186 Meter. Ah, warte, ich hab's noch nicht aktiv. Ja. So, jetzt habe ich mich aber hier vertan. Die brauche ich. Ich hätte gerne mehr Aloe Vera. Was kann man jetzt eigentlich mit dem Messbecher mehr machen? Du kannst, glaube ich, jetzt Ding herstellen. Wie heißt's? Antibiotika, wenn du das Level hast dafür. Lass mich mal nachschauen. Nee, du kannst Farbe. Ich weiß nicht, ob du Medizin herstellen kannst. Antibiotika könnte ich selber noch nicht herstellen. Das ist schade. Leber könnte ich herstellen. Ja, das kann ich auch. Ist auch gar nicht so unwichtig eigentlich. Kleber herzustellen. So, bist du fertig sortiert, oder? Hä? Ob du fertig bist, dass wir aufbrechen können. Ah, Motorrad noch gucken kurz. Da ist noch was drin, das muss ich noch loswerden. Ja, das passt schon. Von mir aus können wir losziehen. Warte, ich hol mir noch ein bisschen Sprit. Aber mach's. Ja, okay, scheiß drauf. Habe ich überhaupt noch Sprit? Ein bisschen hätte ich noch. Fahre ich gleich rein und habe ich noch einen Platz im Meer. Oh, ich habe wieder eine Herausforderung abgeschlossen. Oh, Bruder, aber ich sag so 500 Sprit, glaube ich, sind 50%. Was musste man drücken für die Y? Was droppst du da jetzt? Autosachen. Kunststoff. Wieso machst du das? Das braucht man. Weil ich keinen Platz mehr hab. Oh, dann bau dir eine zweite Kiste. Ich könnte dich schlagen. Alles droppt der, Alter. Jetzt, sei mal nicht böse, aber das braucht man doch zum Craften. Oh, wie nett er auch ist, gell? Ich könnte dich schlagen. Ja, ist so. Das ist wichtig. Donkey wird mich niemals schlagen. Ja, weil du irgendwo in nirgendwo wohnst. Nee, weil du dich gar nicht traust. Stimmt, der Benz ist ja 2 Meter Prügel. Nee, eben nicht, aber
So klein, du triffst mich vielleicht gar nicht. Ja, wirklich. Da, da habe ich die zweite Kiste. Super. Betsys Gebiet 2 Kiste 2. Ich bin kreativ, ne? Na gut, machen wir einfach die Quest. Reden wir nicht mehr weiter drüber, ne? Besser ist es. Jo Leute, der Betsy hat mir einfach erlaubt, dass ich Cola trinken darf. Du trinkst aber gerade Red Bull zum Leben. Stimmt, ich bin so happy, das war auch noch kalt. Geil, Leute. So, diesmal hole ich das erste Mal den Loot und du kriegst dann den zweiten Grosch. Jo. Okay. Ah, sollte ich das Messer reparieren? Eventuell schon, ne? Verkehrt wäre es auf jeden Fall nicht. Wenn es nicht mal gut ist, dann solltest du es reparieren. Ja, ein bisschen stumpf vor. Ich dachte, jetzt einmal einfach über dich drüber gesprungen. Er wollte direkt zu dir, Alter. Du hast dich beim Entleeren nicht abgewischt, kann das sein? Oh, hier gibt es keinen guten Loot mehr. Wie, es gibt keinen guten Loot mehr? Hier gibt es keinen guten Loot mehr, aber hier waren wir schon drin. Achso. Oder? Vielleicht waren wir ja nicht... Das ist auch schon sehr bekannt vor, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, weil die meisten Gebäude gleich aufgebaut sind. Also dieses selbe Gebäude, glaube ich, gibt es auch im schöneren Gebiet. Okay, hier war noch was drin. Na, vielleicht gibt es ihn doch noch. Lass uns mal umgucken. Weil Zombies sind ja auch noch drin. Eben. Hier hinten war schon. Hier ist eine Kiste. Zum Beispiel. Electronics. Da sind Bücher drin. Hier wäre noch eine einfache Glühbirne und ein Scheinwerfer. Ja, nimm mit. Die Polizei ist auch hier. Die Nachbarn waren anscheinend so laut. Ist das der kotzende Polizist? Ich hab nur einen. Ein einfaches Ja oder Nein hätte gereicht. Ja, aber jetzt weißt du es, dass du. Jetzt musst du nie wieder nachfragen. Jetzt weißt du, dass es nur eine Sorte von Polizisten gibt. Ja, stimmt, hast recht. Stimmt, hast du eigentlich voll intelligent gemacht. Ja. Weil. Gib einem hungrigen Mann einen Fisch. Oh, das sind die Grünen. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Wo wir Hopsgangern sind. Wo wir Ur-Hopsgangern sind. Vor der Hordennacht waren wir hier. Boah, hier ist gar keine Treppe mehr, Zocki. Ja. Ich bin gearscht, Bruder. Ich bin tot. Ich bin wieder da rein, wo ich so Hopsgagger bin. Also das interessiert mich gar nicht, dass ich auf die Schießwände nicht essen. War noch einer tot? Ne, ist noch nicht tot? Okay, die hab ich. Ne, noch nicht. Ich hab eine bei mir, die hab ich gekillt. Jetzt hab ich sie, glaube ich, ja. Gut, dass. Oh fuck, aber wir müssen die, die Mission ja annehmen und dann sind die ja wieder da, ne? Ja, korrekt. Das ist ja. Ja, cool, dann haben wir ja was zu tun. Dann können wir sie auch gleich annehmen, weißt du, dann. War schon. Willst du nicht erst nach dem guten Loot schauen oder glaubst du, das war hier weg? Der gute Loot, der war hier, okay. Ich war gerade da. Oh. Okay, dann. Ja, bist du draußen? Ja. Ja. Sollen wir gleich die Waffen ziehen, oder? Nee, ich glaube, die kommen erst beim guten Loot. Die. Okay. Ja, vielleicht auch nicht zu früh, nicht, dass vielleicht ein Schreitus ums Eck kommt oder so. Oh, Leuchttag. Ja, der kriegt auf mich zu. Boah, das sind viele Leuchtaugen. Ich wollte gerade sagen, mehrere Leuchtaugen. Oh, du hast schon wieder nichts zu. Alter, wie viele da schon rauskommen. Ja. Hast du ihn? Renn nicht zu weit weg vom Haus, sonst ist die Mission vorbei. Wow. Das war jetzt awesome. Amazing war das. Amazing Grey. Amazing Awesome Grey. Awesome Grey der Amazing Mushroom Boys.
Oh, oh. Leuchteauge, Leuchteauge, du. Oh. How are you? Ah, ich häng fest. Ich darf nicht, Betsy. Hilf mir. Ich hänge fest, hab ich gesagt. Oh, sind da viele. Ich habe eine kleine Idee, aber nur eine kleine. Oh Gott. Ich habe ihn nochmal in den Popo geschossen. Die Idee war scheiße. Das war deine Idee? Du wolltest irgendwas in die Luft sprengen, kann das sein? Nee, ich hab's gerade platziert gehabt, das, was den Typen so wegstoßt. Aber es hat nicht gezogen. Ganz ehrlich, ich habe jetzt die Rohrbombe eingesteckt. Wenn wir wieder auf so ein Ding kommen, dann... Killst du mich damit auch? So okay. Nein, ich schrei dann, renn weg und dann schmeiß ich. Renn weg, sie liegt neben dir, was? Ich schrei eine Sekunde, bevor sie explodiert. Ja, du wirfst sie gerade. Renn weg, sie ist in der Luft, was? Okay. Oh, er springt einfach auf. Renn weiter! Renn weiter, renn weiter! Huch! Oh, sehr schön. Ja, mal außermäßig weggeklatscht. Oh, der Typ macht den Exorzisten. Ja, so gut. Ich habe leider nicht so viel Shorty-Money. Den haben wir schön weggekotzt. Ja, Petri, ja. Komm nicht zurück. So, oben wollten wir gucken. Ja, das haben wir aber gut gemacht, oder? Ich höre noch wen. Ich auch. Ah, oh, shit. Trau mich da gar nicht mehr ran. Wir müssen immer noch das Gebiet säubern. Leck mich doch am Arsch. Ja, wir waren ja nicht oben bei denen. Ja, ich weiß. Ich habe gedacht, wir haben nur Vorräte gehabt. Oder ah, so. Warte, hier wäre eine Kiste, wenn du willst. Weil ich habe auch schon eine hier genommen. Eine Shavana-Kiste. Shavana-Manana. Shamway hat die. Ah, ich hab gar keinen Hunger gehabt und ich esse trotzdem. Ja, scheiß drauf. Oh. Einfach liegen bleiben, okay? Bleib einfach liegen. Ich weiß nur nicht, ob ich oben eine andere Waffe nehme, die mehr Schuss hat, weißt du? Weil... Oh ja, das ist sicher nicht verkehrt. Oh. Gut, oh, die habe ich aber schon gelesen. Ah, schau, ich nicht. Ja, siehst du? Kann ich endlich eine Feuermod miteinander sprechen. Ja, ich glaube, wir müssen langsam hoch, ne? Warte, ich muss den Revolver nachladen. Ich kann da aber einfach eine Rohrbombe reinschmeißen. Na, ja, nee, sie sind so schnell, die rennen dann der vorbei, glaube ich. Bleib mal da. Bleib mal da, oder Betsy, unser großer Held. Er macht das. Ja, und jetzt? Die Tür ist zu. Dass du sie alle aufgeweckt. Super, super gemacht. Oh. Wir müssen zusammenbleiben, Betsy. Oh, schieß. Nicht die Rohrbombe. Doch, ich hab welche erwischt. Shit. Alter!
Oh, wir haben's, alle sind weg. Geil. Du kannst dir den guten Loot snaggen, wenn du Bock hast. Es gibt doch keinen mehr, dachte ich. Belzi spielt das Spiel zum ersten Mal. Gut, snagge ich mir das. Oh, gut, nein, bisschen Munition für die Schotti. Nicht schlecht. Warum hast du dir jetzt den gesnackt? Da ist der gute Loot. Hier, hier, hier und hier und hinter dir. Brauch nur ein bisschen Schotti-Muni. Boah, Baseballschläger, Stufe 2. Aber hast du gemerkt, meine Rohrbomben-Taktik war gar nicht so schlecht, ne? Ja, du hast ja alle aufgescheucht. Nein, aber die zweite Rohrbombe war gut. Oh, ich habe einen Bauarbeiterhelm. Eine Wahrnehmungsmacht. Cool. Oh, hast du schon High Noon Band 5? Weil ich habe die schon gelesen. Die lasse ich dir mal. Lass mich mal gucken. Warte, lass mich nur kurz. Achso, ja, okay. Nehme ich noch die anderen zwei Seiten. Die anderen Sachen kannst du haben. Na, habe ich sogar noch gar nicht gelesen. Wahrnehmungsmod nimmst du nicht mit? Nee, kannst du haben. Ja. Gut, wir können zum Händler-Retour. Ja, sehr schön. War gut gemeistert hier. Ja, relativ fein haben wir das gemacht. Kann ich auch noch reingucken? Ins Auto haben wir schon. Aber ich werde ein bisschen zerlegen für Sprit. Ja, habe ich mir gerade auch gedacht. Ich glaube, bei hinnigen Autos kriegst du keinen Sprit raus. Ich bin nicht sicher. Ja, hast recht. Ist hier noch irgendein Auto in der Nähe? Aber ich habe ja vorhin ein bisschen Sprit nachgekommen. Also von dem her. Ja. Ja, Sprit bin ich jetzt auch nicht verkehrt unterwegs. Ich glaube, ich habe über 90%. Aber bis der ein bisschen Reserve ist nie verkehrt. Oh, da kommt eine Krankenschwester. Ja, hallo. Da habe ich der Krankenschwester den Arm entfernt. Ich finde immer nur Bier. Ich finde kein Honig oder so. Oh, immer nur Bier. War da gerade eine Kreischerfunsen? Nee. Wo? Soll eine gewesen sein, Zocki? Ich hab doch. Da war das die Freundin draußen. Ich glaube, das war draußen die Freundin, weil ich habe nämlich auch was von dir durchs Mikrofon gehört. Wirklich, hört man das? Ja, okay, ich glaube, es ist ein bisschen zu laut, glaube ich auch, hätte ich was, ne? Also nicht, dass ich jetzt deine Freundin anhöre, den Zombie, aber... Naja, kommt drauf an, um welche Uhrzeit du dich ansprichst. Kann schon möglich sein. Und auf die Laune, ne? Wie viel Wörter sie was, wie viel sie noch rausbringen, ne? Also, je nach... Wenn es richtig böse ist, dann kommen halt nicht mehr so viele klare Wörter raus. Ich muss ein bisschen Platz schaffen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles mitzahlen soll. Benzin nehmen wir mit. Das Bier kann man eigentlich wegtun, würde ich sagen. Hier in dem Gebiet möchte ich die ganze Munition bei mir tragen. So lasse ich das. So, schauen wir mal, was die mir anbieten möchte. Ich mache übrigens noch ein bisschen Wasser, das kannst du übrigens haben. Oh, ich hätte auch was zu machen. Also jetzt, 5 Gläser habe ich noch bei mir. Genau, dann nimm noch. Ich habe jetzt dreimal nochmal Wasser gemacht. Was hat sie denn? Schon wieder nichts so Gutes. I know. Well, that didn't take long. Nice work. Na gut, hier hat für mich eine Zeitschrift. Ich kann 2 Sachen wählen. Motorradpaket. Nachtsichtbot juckt nicht. Sicherheitskamera. Dartfallenpaket. Ich nehme das Motorradpaket. Gleich gucken.
Ein Motor war da drin. Oh Gott. Motorradfahrwerk habe ich. Und zwar Räder. Oh, geil. Kann ich mir ein Motorrad craften? Ein richtiges? Gibt's das? Ja, natürlich gibt's das. So, ich dachte, es ist nach dem Minibikes Schluss. Was? Es gibt ein Auto und einen Helikopter? Nee, das ich meine nur, was Motorräder angeht. Ich meine es nicht insgesamt. Nee, es gibt urgeiles Motorrad. Die haben das auch optisch verändert. Ich weiß doch gar nicht, wie es ausschaut. Weil so weit war ich noch nicht. Hast du jetzt eine Quest noch angenommen? Nee, eben nicht mehr, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht jetzt schon wieder zurückfahren sollten. Oh, so ist das. Und sie hat nämlich nur noch eine. Die nicht bei Nacht ist. Aber wenn du willst, nimm du die. Dann machen wir die eine noch. Warte mal. Ich brauche Motorradlenk. Ich kann uns Motorräder craften, Betsy. Nein, doch nicht. Ich kann's Fahrwerk nicht. Ah, das ist Minimotorrad. Ich kann's nicht. Oh Gott, ich brauche noch urviele solche Zeitschriften. Bade. Shit. Ich brauche noch 18 Zeitschriften, muss ich finden. Dann kann ich das geile Motorrad herstellen. Oh, schaut Baba aus. Das Fahrwerk hätte ich schon. Fehlt mir nur noch der Lenker, dann hätte ich's. Ja, aber du willst zurückgurken zu uns, oder was? Ja, oder du nimmst noch die eine Aufgabe, weil die eine könnte man ja noch schaffen. Aber dass wir halt endlich mal auch die Nachtquests wegkriegen, weißt du? Aha, ja, ja. Ja gut, aber wenn wir zurückgurken, dann nehme ich da ein bisschen was aus der Kiste raus. Nehme ich das mit, was geht. Ja, oder wir machen die eine Quest noch, also das ist halt die... Na, jetzt habe ich schon. Okay. Okay, Kaffee nehme ich nicht mit, das nehme ich auch nicht mit. Kann ich gleich da in die Hand. Ich mache mir nur noch zweimal Fleisch. Ach, ruhig. Willst du übrigens die drei Wasser hier noch haben? Ja, ja, muss nicht sein. Also, wie du gerade Bock hast. Dann nimm sie doch bitte. Nimm einfach mal was an, wenn man dir was... Ah, shit, jetzt kann ich gar nichts mehr. Jetzt bin ich total voll. Gut, jetzt können wir heimgurken. Ja, warte, mein Fleisch ist noch nicht fertig. Wohl, warte, das wollte ich schon noch mitnehmen. Legendäre Teile will ich auch mit. Motor, glaube ich, haben wir gut zu Hause. Da die ganzen Dinge, die Kleidung. Ah. Ich hätte noch Rüstungsfertigungspakete. Soll ich die mal mitnehmen? Ja, wie du möchtest. Du möchtest. Sag mir, was wir brauchen. Ich habe noch Messing, hätte ich noch. Wir können alles brauchen, wenn du ehrlich bist. Irgendwie, für irgendwas. Aber die Frage ist, was haben wir vor zu machen als nächstes? Was? Weiß ich auch noch nicht. Erstmal die Nachtmissionen und dann planen wir mal weiter. Ja gut, dann müssen wir sowieso zurückfahren zur Basis, wenn wir eine Nachtmission angehen wollen. ...1,7 Kilometer. Na, 1,4 zum Händler. Ja, aber unsere Basis ist 1,7. Ich habe ja unsere Kisten angedingselt. Fleisch ist gleich fertig. Oder scheiße ich jetzt auf das eine Fleisch? Ach, scheiße auf das eine Fleisch. Moment, ich habe ja noch mal richtig gut Sprit gekauft. Gekauft hast du das? Mhm. Da habe ich da schon reinguckt. Brauch 18, merkt ihr, 18 solche Fahrzeugzeitschriften brauche ich. Damit ich uns schön... Hier ist keins drin. Jetzt sind es nur noch 17, die ich brauche. Das müssen wir hinkriegen. Da mache ich uns schöne Motorräder. Alter. Die sind richtig Baba. Viel schneller noch. Und mehr Inventarplatz. Also, verkehrt ist nicht, Betsy. Die sind so Baba wie der Babu, ja? Ja, Job, Babu, Wabasche, Babsch. Was sagt eigentlich die Zeit? 35 Minuten.
Ja. Ja, können wir Schluss machen. Jo Leute, dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen, ich wusste, dass das kommt. Macht's gut, haut's rein. Und immer brav sein, würde ich dann dazu sagen. Aber wer mich fragt, fragt mich ja keiner. Also macht's gut, ciao. Ciao.